Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon Dracanto. Ich habe jetzt hier die Bäume angepflanzt, die wir brauchen ja für das Haus, Schwarzeichenbretter. Und hier haben wir schon mal, ja ich alleine, habe für euch ein bisschen ausgehöhlt. Ich habe halt einfach zu wenig Eisen jetzt gehabt, da ich noch einen Amboss gemacht habe, um besser angeln zu können. Jetzt gehen wir kurz zum Angeln und dann können wir gleich noch verzaubern. Ich muss noch die Spitzhacke, ja, und die Sachen noch rauslegen. Da. Ram hier, ja. Die Sachen rein und hier oben Zuckerrohr. Da unten warten hier nochmal so ein japanischer Kirschblütenbaum-Setzling. Dann hier die verschiedenen Setzlinge. Abikokos kommen hier hin. So, dann haben wir noch Weizen und Weizen müssen wir hier oben reintun. Will es noch hier, aber das machen wir später dann raus. Aber was wir brauchen ist die Spitzhacke. Ja, fragt sich nur, wo die jetzt wieder ist. Ja, bald haben wir viel größere Kisten. Ich bemühe mich, viel zu farmen, viel zu meinen, dass wir endlich die Kisten haben. Wo haben wir denn eine Spitzhacke hingetan? Hier drin? Habe ich die übersehen? Spitzhacke, komm raus. Kann es nicht sein, dass sie jetzt weg ist? Ah, die ist ja. Okay. Die ist beim Zaubertisch. Da habe ich ja auch eine Truhe hingetan. Stimmt. Jetzt gehen wir hier schön aus dem Fenster, da wir das noch können. Ja, nehmen noch Abikokos mit. Weil die brauchen wir später dann viel zu viel Ding pflanzen. Und ja. Also zum Pokémon machen. Ja, umpflanzen. Ja, wir wollen jetzt nicht zu viele noch anpflanzen, weil wir die sowieso versetzen. Aber ich mache es jetzt trotzdem noch. Das sind dann immer genügend, also genug haben. So, da drüben haben wir den Angelplatz. Habe ich extra schön aus Andesit gemacht. Ja. Mit dem Schlafplatz, den ich noch abbauen muss, stimmt. Unsere Matratze. Schlafsack, genau. Dann haben wir, ja, hier oben eigentlich die netteren Items. Vor allem da bin ich stolz drauf. Auf Lederstiefel bin ich immer sehr stolz drauf. Ja, der andere ist sogar kaputt, noch kaputter. Wenigstens zwei Paar schon. Aber, ja, es geht ewig lange. Und die Angel hat keine Haltbarkeit, die muss ich immer wieder reparieren. Deshalb habe ich gesagt, ja, ich tue hier unten seht, mal ein paar Monster besiegen. Ging relativ gut, aber ich habe keine Rüstung, also ja, nicht gute Rüstung gehabt und deshalb habe ich es gelassen, sonst geht die Eisenrüstung dann noch schnell kaputt. Oder ich bin dann sofort tot, wenn ich mal in eine Falle geraten könnte. Und deshalb, ja, machen wir doch zuerst mal was mit Zaubern. Und dafür bekommen wir Effizienz. Ah, wir müssen noch ein Bücherregal herstellen. Das war ja noch die Sache. Ich muss immer schauen, ob ich die Sachen wirklich hingelegt habe oder raus aus dem Inventar gefallen sind. Weil es ist manchmal am Laggen. Und das muss ich irgendwie rauskriegen, wie man das wegmachen kann. Aber es liegt wahrscheinlich an Mistcraft und Pixelmon. Beide Mods tragen sich nicht so gut, habe ich so das Gefühl. Also tun einfach Java manchmal ein bisschen überlasten. Ja, fragt sich wieder, was wir denn brauchen. Ein Bücherregal für den Drago. Den lieben Drago. Da rein. Und da muss noch etwas rein. Ein Bücherregal. Ja, toll. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Ein bisschen schneller rennen. Diese faule Gurke von Spieler. Hoppla. Immer die Spielfigur ist schuld. Nein, Scherz. Aber man ist halt nicht immer so extrem. Okay, eine sehr nice Spitzhacke. Für den Anfang. Weil ich habe jetzt wirklich noch nicht.
bin völlig momentan, ja, einfach müde, krank und so. Also ich habe recht Kopfschmerzen und ja, Magen-Darm-Trakt-Probleme. Das stört mich ein bisschen manchmal beim Aufnehmen. Deshalb mache ich momentan auch weniger Aufnahmen, weil es einfach nicht mehr geht. Man ist immer sehr schnell überlastet. Wahrscheinlich wegen dem Melatonin, das zuerst mal vom Körper abgebaut werden muss. Ja, also ist es. Melatonin ist negativ, wenn man zu wenig hat. Dann kann man nicht schlafen und so. Ist immer hellwach. Und wenn man zu viel Melatonin hat, ist man immer scheiße faul. Ja. Das wäre geil, wenn die Frauen einfach weniger, also Melatonin abgepumpt bekommen und dafür dann ja, wieder fit werden. Das wäre geil. Aber so kann man das halt nicht. Und so bin ich jetzt auch faul und ich nerv mich, dass diese Palme keine Setzlinge gedruckt hat. Ist wirklich nichts darunter gekommen. Schade. Aber wir haben ja noch mehr Palmen. Die sieht sowieso auch hässlich aus. Komm jetzt runter, Setzlinge. Wieso geben die keine Setzlinge? Unerhört. Ja, uns gehen die Palmsetzlinge wahrscheinlich bald aus. Ich möchte einfach noch ein bisschen Holz haben und die, ja, die Bäume weg haben. Einfach ein bisschen weiter wegsetzen oder so. Deshalb müssen wir jetzt mal kurz einfach mal ein bisschen weiter weggehen. Ja, in die Richtung ist blöd. In die eigentlich auch. Hier bauen wir. Eigentlich müsste es auf die andere Seite und die Bäume sind schon gewachsen. Ich habe noch eine neue. Ah, nee, da. Ich habe noch eine neue Farmwelt aufgemacht, aber die ist blöde. Die werden wir gleich mal anschauen. Die ist recht blöde, weil dort ist ja fast kein. Ja, sind keine Diamanten dort. Ihr denkt wahrscheinlich, wieso? Weil unten einfach nichts ist. Es sind fliegende Inseln, die so Würste, so Erdwürste haben. Und das ist nicht gut. Deshalb machen wir jetzt in dieser Folge nochmals eine Farmwelt. Das ist Welt 4, also die neue. Und dort, ja, kann man echt nicht so viel machen. Wird ein bisschen. Man sieht es schon ein bisschen. Gut. Okay. Ist noch nicht lang. Ich schaue mal mit dem Handy jetzt. Ja, ihr seht, überall hat es Würste. So, wie eine Bockwurst. Und Knochen. Sehr schlecht designt. Also, ja. Für uns nicht brauchbar designt. Aber da seht ihr noch ein eine Bibliothek, wenn man sie sehen könnte. Da hinten habe ich mich auch hingebaut. Dieser Monolith da ist gar nichts gewesen, nur Stein. Und ja, der Dschungel ist schön. Die Dschungelbäume, die heitern diese Kackwelt ein bisschen auf. Ja, hier habe ich zum Beispiel auch zugebaut. Das ist viel zu gefährlich. Das sieht man gar nicht, wenn es Klippen sind. Und das Buch ist weggeglitscht. Irgendwie glitschen die Bücher weg. Wir müssen unbedingt Bücherregale finden. Deshalb. Ah ja, ich habe übrigens noch die Endwelt betreten, weil TPX1 ist die Endwelt und das habe ich nicht gewusst. Aber 0 ist die normale Welt. Wir müssen unbedingt mehr von diesen grünen Büchern noch machen, also 3 insgesamt, weil die glitschen echt weg. Was soll ich mit dem eigentlich? Ah. Das ist mal wieder unerhört, dass der Spawn jetzt plötzlich hier oben ist. Ja, er tut sich schon ändern, aber falsch ändern. Also, wir müssen dieses Zeug auch halt weghaben. Dieses Unkraut. Ja, gut, wenn du wieder nicht laden möchtest, ist mir egal. Das ist unerhört. Zeugnis weg. Wieso habe ich jetzt plötzlich. Ja, es ist Mistcraft. Aber Mistcraft ist der einzige Mod, der wirklich coole Farmwelten machen lässt. Und deshalb muss ich den drin lassen. Ich könnte ihn editieren mit einem anderen Mod, aber ich möchte keine Technik. Also es gibt keine Farmwelt-Mods sonst. Also vielleicht Aromacraft noch oder so. Aber das ist einfach zu nervig.
Deshalb müssen wir manchmal mit so Lags auskommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ja, aber es hat immer so ein bisschen im Weg. Was wollten wir machen? Ja, einfach Mistcraft-Sachen machen. Genau. Jetzt einfach schauen, dass wir noch genügend Sachen haben. Also Leder haben wir noch genug. Tintenapole haben wir auch. Nochmals ein solches Buch. Machen wir gleich mal kurz ein neues. Ich glaube, ich gehe immer mit TPX rein, raus. Weil diese Bücher sind so nervig, dass die immer wieder kaputt gehen wegen nichts, oder? Und dann auch noch das Problem gibt, dass man ja, einfach nichts machen kann, also dagegen. Ja, was sollen wir nehmen? Smaragd jetzt? Das ist South Direction. Wahrscheinlich, dass alles nach Linien nach Süden gehen, Biome Linien sind. Ja, Tiger möchte ich jetzt auch nicht haben. Ewige Schnee. Netzform. Flat World wäre eigentlich interessant, aber. Nee. Gibt ja nichts zu finden. Oder wir können ein paar Dinge. Wir können eigentlich ein paar Villages spawnen. Das würde uns vielleicht ein bisschen mehr helfen. So, jetzt wissen wir nicht, was wir noch machen sollen. Ja, gut. Geht halt nicht. Was ist denn das für ein Block? Dachpappe. Ja. Sehr toll. Aua. Wir kommen nicht so schnell vorwärts, weil alles so teuer ist und nervig ist zu machen. Aber gut. Wir haben einfach noch Tinten am Poolen. Welten sind recht. Ah, ein Level 2. Darf ich gleich mal an Level 5, okay. Deputy Lenny. Autsch. Hey du, das geht auf deine Kappe. Nö. Hundust ist leicht. So. Snubbull ist eigentlich auch leicht. Er ist halt psychisch und nicht physisch. Aber dafür. Ja, wir haben ihn besiegt. Jetzt haben wir ein bisschen Geld bekommen. Und Geld sieht man hier unten. 200. Schön. Jetzt können wir dann bald noch etwas kaufen. Ja, wir brauchen alles. Alles. Nochmals. Ist ein bisschen nervig, aufwendig. Aber dafür haben wir den Spaß in den Wänden. Ja, wie machen wir jetzt wieder diese Link-Panels? Eigentlich hier, ja. Tintenampole. Leder. So. Sehr gut. Klickt mal rein. So. Und dann Welt 5. Let. Direkt. Beschreiben, was es ist, sonst haben wir dann wieder Probleme, dass wir die nicht auseinanderhalten können. Und ja, jetzt, ich glaube, Lesepulte sind nicht für Bücher. Mach die normal. Hey, wir brauchen unbedingt hier ein Crafting Table. Geht doch nicht. So. Also, unbedingt das Entbinden. Ja, Entbinden machen wir auch bei kleinen Kindern, also bei den Eltern dann irgendwann mal. Aber ich meine das und Bücherregale gehen so. Du weißt, so fehlt ein Stück. Nee, so. Ja. Direkt mal 2. Und das ist die nächste Welt. Gehen wir direkt rein. Was finden wir denn hier drin? Okay. Blätter, Wald. Cool.
Ah, jetzt wusste ich, wieso ich zwei herstellen wollte. Aber ja, das brauchen wir ja hier nicht. Immer schön notieren, was es ist. Weil sonst habt ihr das Problem. Oh, eine Wüste. Ich habe eine Wüste gesehen und ich habe einen Mega-Tiger gesehen. Ich habe Eis. Ah, das ist dieses, wo man Portale herstellen kann. Das ist wichtig, das brauchen wir. Damit kann man dann Portale herstellen, sondern blöde. Endlich mal so eine Welt. In meinen, ja, sagen wir so, ja, echt vielen Jahren Mistcraft ist eines der einzigen Welten gewesen, wo ich das gefunden habe. So selten ist das. Unglaublich. Ja, da ist auch Kristall. Das ist ein Pixelmon. Aber ich kann hier echte Portale machen. So eine Hub wäre geil, so eine Hub-World. Okay, ich werde den Rest farmen, gell? Jetzt nicht mehr abbauen. Also, weil ich süchtig bin. Und jetzt gehen wir den Sand hier holen. Ah, das ist Ding. Ton, Keramik, genau. Hier hieß es Ton. Ja, das ist eine coole Welt. Yay. Beste World ever. Okay, weiße Keramik. Das ist geil. Das ist in die Richtung, wo das Biom aufhört. Aber der Blitz und so ist jetzt nicht so dolle. Die ganze Zeit das Gedonnergedöse. Das ist wahrscheinlich Welt in Begriff. Das liegt an der Welt. Was? Kollege anders sieht. Fuck ist denn das? Es gibt keine Erze scheinbar hier. Schade. Ach man. Du bist sowieso schlecht geworden. Jetzt hat man den Luxus. Na, jetzt kommt nur noch Andesit. Okay. Sehr schön gemacht. Also designed vom Entwickler. Aber es ist halt performance-lastig. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das Weiße, aber das passt ja dann nicht so zu den Pokémon. Ja. Zu diesem bunten Touch von Pokémon, oder? Ich möchte gerne, ja, rote mal mitnehmen. Brunosbeere habe ich auch noch nie gelesen. Die haben wir noch nicht. Ja, neue Rezepte, die haben wir noch nicht gefunden. Und ja, die anderen nehme ich jetzt nicht so mit. Weil wir brauchen Platz für andere. Und ja, ich will ja schneller vorbereiten. Also euch Sachen zeigen. Als die ganze Zeit immer so lange brauchen. Draugr ist halt manchmal ein bisschen vollwertiger und zeigt alle Sachen. Ja, ich werde immer in diesen Farmwelten manchmal ein bisschen vorfarmen und euch die Sachen zeigen, die ich gefunden habe, weil es ist ja auch auf Dauer mega langweilig. Also, es wird erst auf mega Dauer langweilig, klar. Aber ich möchte jetzt euch ja auch nicht immer so nerven mit so Sachen. Die Hauptsache, wieso ich das mache, ist eigentlich, wir müssen bauen. Wir müssen sehr viel bauen, damit es auch wirklich gefällt, schön ist und so. Also Sand brauchen wir mal nicht. Ich dachte, in der Wüste wäre sonst noch irgendwas. Aber nein. Also das nächste kommt sicher das Dock hin, also eine Fischerhütte und so. Dann kommt ein Dorf natürlich. Also das Dorf, das existiert, könnte ich schon ein bisschen umwandeln. Dann sicher auch noch ein Pokémon-Labor. Ja, das Pokémon-Labor könnte in der Nähe von unserem Haus sein, weil wir dort. Was ist da hier? Das ist einfach das Skin vom Texturepack. Braunlich. Okay, jetzt ist wieder voll. So. Können wir wieder ganz viele Sachen mitnehmen. Aber mega tolle Welt. Ich hoffe noch andere Biome zu sehen. Die brauchen wir nicht.
Der heißt neu, hä? Passive, das ist, glaube ich, gegen Paralysierung der dritten Generation gewesen. Kann ich mich noch ein bisschen aus. Ja, hier ist überall Andesit. Das ist eine Andesit. Erde in Andesit. Umänderungswelt. Schade, dass man diese verschiedenen Aspekte einer Weltgenerierung von Wisscraft nicht sieht. Das wäre auch cool, wenn man die sehen könnte. Man sollte ja aus, also immer Donner ist da, verschiedene Biome, dann ja, besondere Biome und diese Kristalle. Das ist braune Keramik. Mal merken. Orange Keramik würde auch vielleicht ein bisschen interessant aussehen. Vielleicht in der Steppe dann ein bisschen pflanzen. Ich werde mal noch die bestimmten Bäume dort anschauen, ob die noch neu sind. Ich glaube eher nicht. Und ja, dann können wir eigentlich ein bisschen weiterbauen noch in dieser Folge. Ja, ist leider heute ja, zeitlich nicht so möglich. Also werden wir halt einfach diese Folge ein bisschen die neue Welt erkunden noch. Ich glaube, Zuckerhorn haben wir schon noch. Ich nehme es mal mit. Ja, nehme es nicht mit. Ist ja klar, dass er alles immer so schnell weggeht. Ja, Axt einfach am schnellsten weggeht durch den Mod. Dafür sind wir 8000 mal schneller. So. Ja, wir müssen sowieso eine neue machen. Können sie aber nicht, ich habe zu wenig Holz. Ja, gut. Machen wir eine neue Axt. Und die Schauer will die schon haben, die Bäume. Ah. Das ist so weg. Wieder mit. Und was nehmen wir denn noch mit? Diese Blumen nehme ich sonst eigentlich nie mit. Haben sie sich wieder verändert, Pfingstrosen? Texture Pack oder so? Die waren doch irgendwie ein bisschen smoother. Vielleicht werden die durch einen Mod, zum Beispiel Actualis Editions, wie das heißt, wieder in Vanilla umgewandelt und ein bisschen geändert, dass es komisch aussieht. Also hier ist es wieder normal. Ja, können wir jetzt gar nicht anpflanzen. Naja. Ich bin halt sehr ein aufmerksamer Kerl. Also fällt mir das auf, wenn das sich ein bisschen verändert in einem Texture Pack. Weil ich das Texture Pack eigentlich schon recht ja, kenne. Also. Okay, mehr ist leider hier nicht. Ja, ich hab's gesehen. Eine Bibliothek, genau. Auch sehr gut auf der Map erkennen. Da ist noch rote Keramik. Das brauchen wir ja nicht so unbedingt so schnell. Ja, ich möchte eigentlich auch nicht so viel aus Wolle bauen, weil das schwer zu beschaffen ist ohne. Ja, also müssen wir die Tiere halt einfach anlassen, oder? Und sonst eine Wollwelt irgendwann mal bekommen. Okay, ich habe die Kiste schon gefunden. Ein Notizbuch versiegelt. Also was haben wir hier? Schnelles Wetter. Block Endstein. Zerklüftete Welt. Endlich mal eine Welt, die wirklich eigentlich gerne habe. Ist da schon mal Zeit geworden. Helles Licht, dunkles Licht. Diesen Buch. Die haben wir noch hier. Ja, alles rein. Dann farme ich noch irgendwas, vielleicht mit dem Ton. Ne, ich gehe normal farmen in der ersten Welt. Was in der dritten Welt war es? Okay. Da haben wir keine Kisten mehr. Ne, die könnten nämlich überall versteckt sein, glaube ich. Ich habe sie bis jetzt immer nur in der rechten unteren Ecke gefunden. Könnte schon sein. Okay, dann leider
in der Bibliothek verlassen, Richtung Spawn gehen. Da haben wir noch einen Fichtenwald, ne, Tiger. Aber sonst echt wenig wieder. Ich hätte wirklich mal eine Welt, wo wenigstens Erze ein bisschen besser spawnen. Weil in dieser dritten Welt, da ja, gibt es sehr wenige Diamanten. Wahrscheinlich ist es auch ein World Generator Setting, wo sagt, ne, du farmst, du findest viel weniger Diamanten. Ist schade. Aber gut. Wenigstens habe ich vier neue gefunden. Vier Diamanten. Ne, Diamanten. Okay. Ja. Ich farme noch ein paar Pokémon-Bären. Litchi. Landsat-Bäre. Okay, ja, 26 Minuten. Dankeschön fürs Schauen und ja, bis zum nächsten Part. Wieder mit Bauen oder so. Ich würde gerne wünschen. Und ja, freue mich über natürlich jeden Aufruf, weil es läuft noch nicht so gut, das Pixelmon-Projekt. Finde ich ein bisschen schade, aber ich habe einfach Motivation, auch mit niedrigen Zuschauern weiterzumachen und wünsche mir schon ein paar mehr Zuschauer, Likes oder so. Aber gut, kann man nicht immer haben. Dunkler Mond, cool. Holz, volle Länge, Kristallformation, geil. Tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Dragoasler.